Hallo, ich höre immer wieder, wenn man etwas scheinbar Harmloses sagt, das sei Nazisprache. Man müsse doch aufpassen, die Nazis hätten das auch verwendet und damit begäbe man sich in ungutes Fahrwasser. Womit man sich meines Erachtens in ungutes Fahrwasser begibt, ist, wenn man allzu leicht eine politische Richtung als rechts brandmarkt. Denn genau das ist Nazisprache. Die Nazis, eine eigentlich genuin linke Bewegung. Im Deutschen kann man es schon am Begriff erkennen. Ein Fensterbrett ist ein Brett, ein Türrahmen ist ein Rahmen und natürlich ist ein Straßenschild ein Schild und keine Straße. Und so ist eben ein Nationalsozialist ein Sozialist. Und zwar nationaler Ausprägung. Während die meisten Sozialisten vorher eben Arm gegen Reich ausgespielt haben, spielen diese Sozialisten eben Nationen gegeneinander aus. Und das ist letzten Endes links. Auch der Antisemitismus ist so, wie ihn die Nazis verbreitet hatten, eher ein linkes Thema, nämlich aus der Neiddebatte herauskommend. Das ist ein anderes Thema. Warum bedient man sich jetzt mit rechts, wenn man die AfD zum Beispiel als rechtsextrem verortet, einer Nazi-Propaganda? Nun ja, die Nazis wollten sich von den Kommunisten absetzen als Sozialisten. Sie wollten sagen, dass die Kommunisten eine noch viel größere Gefahr seien und sie als Sozialisten eigentlich ja die Rettung sind. Und wenn man die Nation als Schwerpunkt nimmt, hat man gedacht, man ist so ein bisschen an konservative Kreise anschlussfähig und hat dann versucht, damit Adelstreue und Leute, die sich eben an eine klassische Weltordnung orientieren, ins Boot zu holen, indem man sich selbst als rechts verortet hat. Aber was ist rechts eigentlich? Rechts ist eigentlich jemand, der sagt, es gibt eine natürliche Weltordnung und oben steht der Herrgott und darunter dann der ganze Adel bis eben zum normalen Volk. In der heutigen Zeit, wo es den Adel nicht gibt, bleibt trotzdem das Gefühl, einem Herrgott verantwortlich zu sein. Es ist eine theistische, also eine religiöse Position, rechts zu sein. Das geht auf Hegel zurück. Da wurde der absolute Geist, wenn er denn als Person, als christlicher Gott aufgefasst worden ist, Rechtshegelianismus genannt. Und wenn man gesagt hat, das ist einfach nur ein Strukturprinzip, ohne Persönlichkeit, kein Gott, dann wäre der absolute Geist eben linkshegelianistisch ausgelegt. Und das hat sich dann im französischen Parlament niedergeschlagen. Und bis heute ist der Materialismus diejenigen, die irgendwelche Ideen haben, diejenigen, die als obersten Bezug die Partei, sich selbst oder irgendetwas unreligiöses sehen, eben die Nationen, die Armen, die Reichen, ja, die Umweltbewussten oder wer auch immer. Das ist links und rechts ist es, wenn man sagt, man steht in der Verantwortung vor etwas Höherem. Und selbst wenn ich der Papst wäre oder wenn ich der Kaiser wäre, über mir steht der Herrgott und dem bin ich verantwortlich für das, was ich tue. Das ist im ursprünglichen Sinne rechts. Und in diesem Sinne haben wir seit der Schreckensherrschaft der Nazis eigentlich keine legitime rechte Position mehr. Die Union hatte das, insofern sie eine christlich-soziale oder christliche Union war, durchaus noch im Anklang. Da konnte man noch von rechts sprechen. Aber das, was heute rechts ist oder rechtsextrem, das ist letztlich links. Und insofern ist auch die AfD in vielem, was ich von ihr wahrnehme, sozialistisch und somit links. Das ist gar keine wirkliche Alternative, so wie ich das erkenne. Und wer da ständig von rechts spricht bei all diesen ganzen Gruppierungen, der bedient sich der Nazi-Propaganda. Der möchte die Nationalsozialisten gerne anschlussfähig machen an das Christentum oder nach rechts rücken, damit man dort konservative Wählerkreise anspricht. Und da steckt man dann schon, wie nennt man so schön, sagt man so schön, Oberkante, Unterlippe im braunen Sumpf. So viel zur sprachlichen Abhängigkeit. Bis in die